Es geht jetzt um einen Antrag der Linksfraktion und da geht es speziell um das Thema Impfstoffe, Therapeutika, aber auch Tests, die der weltweiten Eindämmung von Corona dienen, freizugeben. Erste Rednerin in dieser Debatte, Katrin Vogler. Und wir wissen auch, dass niedrige Impfquoten immer wieder neue Virusvarianten begünstigen, wie aktuell die Omikron-Variante. Sie ist wahrscheinlich in Afrika entstanden, auf einem Kontinent, in dem bisher nicht einmal 7 von 100 Personen ihre erste Impfung bekommen konnten. Und auf 6 Boosterimpfungen hierzulande erhält in den ärmsten Ländern der Welt gerade mal eine Person ihre Erstimpfung. Das kann doch so nicht weitergehen. Wir müssen viel mehr tun, um weltweit den Impfturbo zu zünden. Das geht aber nicht, solange die Profite der Pharmaindustrie wichtiger sind als das Recht auf Gesundheit. Vor 14 Monaten haben Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation beantragt, zeitlich begrenzt für die Pandemie die Patente auf Impfstoffe, Arzneimittel, Medizintechnik mit auszusetzen. Fachleute nennen das den sogenannten TRIPS-Waiver. Und viele, viele Hersteller weltweit stehen bereit, stehen in den Startlöchern, um Impfstoffe, Beatmungstechnik und Tests herzustellen. Sie dürfen es aber nicht wegen der Patente. Und, meine Damen und Herren, BioNTech, Pfizer und Moderna, die nutzen ihre Monopolstellung, um lukrative Verträge mit den reichsten Staaten abzuschließen, während der Rest der Welt in die Röhre schaut. Allein während meiner 3-minütigen Redezeit machen diese Unternehmen mit ihren Impfstoffen, deren Entwicklung und Produktion mit zig Millionen Steuergeldern unterstützt worden ist, 180.000 Dollar Gewinn, über 90 Millionen pro Tag. Reicht das nicht langsam? Und Karl Lauterbach, der seit gestern Gesundheitsminister ist, hat schon im Mai gesagt, das befristete Aussetzen der Patente sei als humanitäre Pflicht dringend geboten, weil sonst Impfstoffe nicht schnell genug in Indien sowie in afrikanischen und südamerikanischen Ländern ankämen. Und die jetzige Außenministerin Annalena Baerbock hat kurz vor der Bundestagswahl geschrieben, ich zitiere, Monopole auf geistiges Eigentum zur Bekämpfung einer weltweiten Pandemie dürfen den Zugang zu überlebenswichtigen Schutzmaterialien, Impfstoffen und Arzneimitteln nicht versperren. Recht so. Nur leider haben Sie sich offensichtlich in Ihrem Koalitionsvertrag vom Förderverein der Pharmaindustrie, auch FDP genannt, über den Tisch ziehen lassen. Und da ist nichts übrig geblieben als sogenannte freiwillige Produktionspartnerschaften, von denen niemand weiß, was das eigentlich sein soll. Und das ist wirklich beschämend. Die Linke steht mit ihrem Antrag, die Patente freizugeben, an der Seite von nahezu allen Entwicklungshilfs- und Menschenrechtsorganisationen, 140 Nobelpreisträgern und Ex-Regierungschefs und sogar von Papst Franziskus und US-Präsident Biden. Meine Damen und Herren, die Zeit läuft uns davon. Handeln Sie jetzt. Vielen Dank, Frau Kollegin. Katrin Vogler war das aus der Linksfraktion in der Debatte, die stattfindet auf einen Antrag oder zu einem Antrag der Linksfraktion, in dem es darum geht, Patente für Impfstoffe, aber auch für Therapeutika und Tests freizugeben und damit einem Antrag von Südafrika und Indien nachzukommen, die genau das von der Welthandelsorganisation fordern, um einen wirksameren Technologietransfer zu haben. Jetzt Heike Behrens aus der SPD-Fraktion, wo sie sich um das Thema globale Gesundheit kümmert. Von der Linksfraktion dieses wichtige Thema wieder auf die Tagesordnung setzen. Denn ja, Impfen ist weltweit der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie. Und darum tun wir gerade alles, um so viele Menschen wie möglich zum Impfen zu motivieren und das Impfen in unserem Land zu beschleunigen. Ja, das ist wichtig. Mindestens genauso viel Energie müssen wir aber tatsächlich darauf verwenden, dass die Impfstoffe weltweit zur Verfügung stehen, dass auch Länder mit schwachen Gesundheitssystemen und wenig Geld so schnell wie möglich impfen können. Denn wir wissen längst, wir gewinnen den Kampf gegen das Virus erst, wenn überall auf der Welt die Menschen sich dagegen schützen können. Das darf nicht zur leeren Floskel verkommen, sondern diese Überzeugung muss unser Handeln bestimmen.
In der letzten Legislaturperiode ist einiges schon passiert, aber wir wissen, das ist nicht genug. Der WHO-Impfstoffverteilmechanismus COVAX muss weiter unmittelbar mit Impfstoffkontingenten unterstützt werden. Wir müssen unsere Zusagen an COVAX einhalten, und zwar planbar und verlässlich, damit auch die Verantwortlichen in den Ländern des globalen Südens verlässlich planen und handeln können. Wir wären nach meiner festen Überzeugung guten, wenn wir alles daran setzen, die Produktionskapazitäten massiv auszubauen, nicht nur in Europa, sondern auch im globalen Süden. Und Unternehmen müssen ihr Know-how teilen, damit das Virus die Welt nicht endlos in Schach hält. Die großen Industrienationen haben die Pharmaindustrie tatsächlich in großem Umfang mit Forschungsmitteln und auch beim Aufbau von Produktionsstandorten unterstützt. Manche Staaten haben ihnen sogar mit öffentlichen Geldern das unternehmerische Risiko abgenommen. Dann muss es auch so sein, dass die Pharmaindustrie im Gegenzug einen fairen Beitrag zur Bewältigung dieser globalen Gesundheitskrise leistet. Denn ich möchte das noch einmal ausdrücklich betonen. Impfstoff allen zugänglich machen, das ist kein karitativer Akt, sondern das ist Teil unserer globalen Verantwortung. Wenn wir die Gerechtigkeitslücke beim Impfstoffzugang schließen, dann ist das auch im Interesse aller Staaten, also auch in unserem eigenen wohlverstandenen Interesse, die Pandemie nämlich weltweit unter Kontrolle zu bringen. Wenn wir unkalkulierbare Überraschungen wie aktuell die Omikron-Variante verhindern wollen, dann muss eben auch ein Großteil der Menschen im globalen Süden endlich die Chance auf Impfstoff bekommen. Wir haben als SPD-Fraktion immer die klare Haltung vertreten, dass wir diese schlimmste weltweite Gesundheitskrise nur mit Solidarität überwinden. Wir werden mit unseren neuen politischen Partnern über die konkreten Schritte nun intensiv diskutieren und schnell handeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Behrens. Nächster Redner ist der Kollege Michael Hendrich, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute erneut einen Antrag der Linken zur Freigabe von Impfstoffpatenten, Therapeutikapatenten und für Testungen. Das letzte Mal haben wir das Thema beraten im Mai diesen Jahres, und ich kann mich noch relativ gut an die Woche erinnern, als unheimlich viel Aufregung entstand, als der amerikanische Präsident Biden zwei Tage vor unserer Debatte auch für die Freigabe der Patente plädierte. Mittlerweile ist ein halbes Jahr ins Land gegangen, und von Joe Biden hat man zu dem Thema nichts mehr gehört, im Gegensatz zu den Linken. Und deswegen ist es, glaube ich, noch mal wichtig, dass wir die Themen aufarbeiten, die Probleme, die sich mit solch einer Patentfreigabe verbinden. Sie führen zu Recht aus, dass die Pandemiebekämpfung weltweit erfolgen muss, und zwar nicht nur aus internationaler Solidarität, sondern auch aus Maßnahmen des Infektionsschutzes hier in Deutschland und in Europa, damit dies nicht eine Daueraufgabe wird. Und das zeigt auch die Omikron-Variante noch mal sehr, sehr deutlich. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Linken, das Kernproblem ist die fehlenden Produktionsstätten. Es handelt sich hier um eine neue Variante, um ein neues Molekül. Und es gibt keinerlei Erfahrung in diesem Bereich. Und deswegen glaube ich, dass mit der Freigabe des Patentes das Problem nicht gelöst ist, sondern wir müssen schauen, dass wir die Expertise, die damit verbunden ist, das Know-how des Patentinhabers weitergeben, auf freiwilliger Basis. Und da hat
BioNTech Vorbildliches geleistet in den letzten Wochen und Monaten. Ich verweise zum Beispiel darauf, dass es im Juli diesen Jahres eine Vereinbarung zwischen Pfizer und BioNTech mit dem südafrikanischen Hersteller BioVac gab, Produktionsstätten in Afrika aufzubauen und 55 Länder der Afrikanischen Union mit Impfstoff zu versorgen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Vogel. Ja. Naja, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen wollen, was der Kollege Henrich ja hier offensichtlich versucht, dann müssen wir auch noch mal ein paar Details mehr hinzufügen. Also mich würde doch mal interessieren, wie die CDU-CSU-Fraktion die Tatsache bewertet, dass BioNTech Pfizer zum Beispiel es der Bundesregierung nicht einmal erlaubt hat, bereits bezahlte Impfdosen an die ärmeren Länder der Welt zu verschenken. Ich weiß nicht, wie bewerten Sie das, dass die COVAX-Fazilität eigentlich bis Ende des nächsten Jahres Impfstoff für 20% der Weltbevölkerung zur Verfügung gestellt hat, aber bisher überhaupt nicht in der Lage ist, das zu garantieren. Wie bewerten Sie das, dass mit staatlichen Geldern, also mit Steuergeldern, die Aldi-Kassiererin und der Busfahrer von ihrem Lohn abgezogen bekommen, Produktionsstätten gefördert werden, aber dann trotzdem der Gewinn aus der Ertrag vollständig in den Taschen der Unternehmenseigner oder der Aktionäre und Aktionärinnen landet. Das ist doch vollkommen ungerecht. Und es muss einen doch dieses schreiende Unrecht muss einen doch als christlichen Menschen auch aufregen. Und wie bewerten Sie das, dass Deutschland eines der letzten Länder ist, das den TRIPS-Waiver blockiert bei der Welthandelsorganisation? Und warum schließen Sie sich nicht denjenigen vielen Stimmen an, die fordern, die Patente zeitlich begrenzt für den Fall der Pandemie aufzunehmen? Weil genau für diese Situation ist dieser TRIPS-Waiver, also diese Eingriffsmöglichkeit in das geistige Eigentum, ja in der Welthandelsorganisation in den Vertrag geschrieben worden. Das ist genau diese Situation. Und wenn wir es jetzt nicht anwenden, warum sollten sich die Entwicklungsländer künftig noch an all die anderen Regelungen zum Vorteil der Industriestaaten, die im TRIPS-Abkommen auch vereinbart sind, halten wollen, wenn sie merken, dass die wenigen Regeln, die zu ihrem Gunsten sind, von uns nicht akzeptiert werden? Frau Vogler, zwei kurze Antworten dazu. Erste Antwort: Wir haben geregelt, dass die Impfstoffverteilung über die COVAX-Initiative erfolgt. Daran hält sich die Bundesrepublik. Und die zweite Antwort nochmal: Die Aufhebung der Patente löst kein Problem. Der Impfstoff von BioNTech braucht 50.000 Verfahrensschritte, bis er hergestellt wird. Das setzt ein unglaubliches Know-how voraus. Und dieses Know-how fehlt bei dieser neuen Technologie. Und deswegen ist es besser, wenn wir auf Freiwilligkeit setzen, wenn wir die Firmen motivieren, zusammenzuarbeiten. Ich habe das ja gerade ausgeführt, was BioNTech angeht. Das ist der Weg, um die Probleme zu lösen. Und ich will in diesem Zusammenhang einfach auch noch mal sehr, sehr deutlich darauf hinweisen, dass die Unternehmen auch ihrer globalen Verantwortung gerecht werden. Ich habe gerade versucht auszuführen, dass BioNTech eine Vereinbarung mit der südafrikanischen Firma BioVac getroffen hat, um Produktionsstätten aufzubauen. Und was ganz, ganz wichtig ist: BioNTech und Pfizer haben sich verpflichtet, diesen Impfstoff sozusagen zu Selbstkosten abzugeben. Und es zeigt eigentlich sehr, sehr deutlich, dass die Unternehmen ihrer globalen Verantwortung gerecht werden. Und vielleicht ist es in der Tat richtig, dass wir sagen, mit der COVAX-Initiative allein lösen wir die Probleme nicht. Und insofern bin ich der letzten Koalitionsregierung und insbesondere auch Gesundheitsminister Jens Spahn dafür dankbar, dass er die CEPAI-Initiative auf den Weg gebracht hat, die ja dafür sorgt, dass wir Produktionskapazitäten aufbauen, um in Zukunft für solche Pandemien besser gerüstet zu sein. Und auch die Europäische Union geht ja mit dem Projekt HERA in die richtige Richtung. Unser Ziel muss es sein, dass wir Produktionskapazitäten schaffen, dass wir die Firmen motivieren, zusammenzuarbeiten und das Problem zu lösen. Mit der Aufhebung der Patente werfen Sie nur zusätzliches Sand ins Getriebe.
Ihr Antrag von den Linken löst keines der Probleme, die wir momentan haben. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hendrich. Entspannte Atmosphäre hier gerade, stelle ich fest, im Deutschen Bundestag. Alles recht geruhsam, was hier vonstatten geht. Auch der Bundestagsvizepräsident hat sich gerade mal zwischenzeitlich ein wenig zurückgelehnt. Janosch Dahmen ist der nächste Redner in dieser Debatte zum Antrag der Linksfraktion über Patente für Impfstoffe. Und er ist ja vor seiner Zeit als MdB Notfallmediziner gewesen. Zunächst mal vorneweg, die Pandemiebekämpfung global, die muss ein stärkerer Fokus unseres Engagements und unserer Aufmerksamkeit sein. Insofern danken wir der Opposition, dass sie jetzt im Übergang von alter und neuer Regierung dieses wichtige Thema aufgesetzt haben, weil es ist völlig klar, wir werden diese Pandemie nur beenden, wenn wir sie überall beenden. Und hier müssen wir unserer globalen Verantwortung als wichtige und große Industrienation stärker als in der Vergangenheit gerecht werden. Ich glaube aber auch, dass niemand auf der Welt geholfen ist, wenn wir auf komplexe Probleme unter komplexe Antworten oder schnelle Forderungen aufstellen, die am Ende des Tages nämlich nur eins bewirken, dass in einer Sackgasse von Debatten Probleme abgeschoben werden und nicht nach wirklichen, tatsächlichen Lösungen gesucht werden. Insofern ist in einer Phase, in der wir aktuell stehen, glaube ich, wichtig, dass wir uns unterschiedliche Problemdimensionen im Kontext der aktuellen Pandemie, im Kontext der Impfstoffe anschauen. Es gibt einerseits tatsächlich ein ethisches Problem im Zugang zur Gesundheitsversorgung respektive der Impfstoffe. Es gibt eine epidemiologische Dimension, die gerade wenn es um gemeinsame Anstrengungen und die konsequente Pandemiebekämpfung angeht, sehr große Unterschiede weltweit erkennen lässt. Und wir haben tatsächlich im Bereich der Produktion, im Bereich logistischer Probleme im Krisenmanagement große Defizite, die es mit der internationalen Staatengemeinschaft dringend zu adressieren gilt. Vielleicht eingestiegen zunächst mit dem ethischen Problem. Faktisch ist es ja tatsächlich so, dass wir im Moment feststellen müssen, dass weltweit 6-mal mehr Menschen Auffrischimpfung erhalten, als Menschen in den ärmeren Ländern Erst- und Zweitimpfung erhalten. Das ist ein Problem, was wir angehen müssen und was uns nur, wenn wir es wirklich gemeinsam bekämpfen, auch aus der Pandemie rausführen wird. Wir haben aber tatsächlich auch ein epidemiologisches Problem, wenn wir uns anschauen, wie unterschiedlich hoch Inzidenzen und Impfquoten weltweit verteilt sind und wie sehr Omikron jetzt zum Brandbeschleuniger einer weltweiten Ausbreitung dieser Pandemie wird, die sich entwickeln kann natürlich überall da, wo Impfquoten niedrig sind, wo Inzidenzen hoch sind und wo wir im Moment in der Art und Weise, wie wir Impfstoff verteilen, wie wir den Zugang zur Gesundheitsversorgung weltweit ermöglichen, nicht genug getan haben. Insofern ist die Frage nach Produktion und Logistik eine richtige, deren Antwort nach der Freigabe der Patenten aber viel zu kurz greift. Konkret gefragt geht es doch darum, dass wir am Scheideweg einer Situation stehen, möglicherweise eines Jahrzehnts unterschiedlicher Pandemien und Epidemien, wo die Fähigkeit, die kritische Ressource zur Skalierung von Impfstoff- und Medikamentenproduktionsprozessen ein ganz wichtiger Punkt unserer Fähigkeiten hier in Deutschland und Europa sein muss. Und das müssen wir gemeinsam angehen, nicht nur mit der Forderung nach Patentfreigaben, sondern der Ausweitung von Produktionsprozessen und wirklich einem weltweitigen Logistik- und Verantwortungsnetz. Wenn wir also näher hinschauen, dann sehen wir, dass in global vernetzten Lieferketten, fehlenden Fachkräften, der Komplexität von Produktion, die eben vom Kollegen Hendrich ja auch richtigerweise adressiert wurde, die Frage nach ganz vielen Teilaspekten der Verfügbarkeit von Lipiden, von Filtersystemen, von der Frage von unterschiedlichen Produktionsmaterialien darüber entscheiden wird, wie sehr sich auch Produktion skalieren lässt. Und wir sehen jetzt mit den Erkenntnissen der letzten Tage, dass wir die bestehenden Impfstoffe werden kurzfristig in den nächsten 2-3 Monaten anpassen müssen und in einem riesigen Aufwuchs Produktionskapazitäten brauchen. Da ist bisher nicht genug passiert. Das werden wir als neue Bundesregierung auch angehen. Und hier nach vorne geschaut geht es dann darum, in globaler Verantwortung mit den europäischen Nachbarstaaten diese Fähigkeiten auch nicht nur für eine Bevölkerung in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in einer globalen Verantwortung aus ureigenstem Interesse effektiver Pandemiebekämpfung auszuweiten.
Zum Thema COVAX müssen wir sagen, dass wir nicht nur unseren Verpflichtungen dort mehr gerecht werden müssen. Wir müssen auch das Verteilungsinstrument innerhalb von COVAX unter die Lupe nehmen. Und wir werden uns zusammen in der neuen Bundesregierung dafür einsetzen, dass wir mit den internationalen Partnern diese Initiative ausweiten, verbindlicher machen, hier den Lieferverpflichtungen nachkommen und damit dann auch weltweit entsprechend besser helfen. Zu guter Letzt, in 3 Monaten steht das nächste Treffen der WTO-Staaten an. Und auch hier wird es darum gehen, dass wir in neuen Verhandlungen uns fragen, wie können wir in internationalen Partnerschaften dafür sorgen, dass diese kritischen Ressourcen ausgeweitet werden. Ich freue mich auf die Beratung hierzu im weiteren Prozess. Und ich bin mir sicher, dass Ihr Anliegen richtig ist, aber die Antworten komplexer als das, was Sie vorschlagen. Vielen Dank, Herr Kollege Gordani. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Jörg Schneider, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Linke möchte sich mit Big Pharma anlegen. Patente sollen freigegeben werden für Afrika. Und da habe ich mal Neuigkeiten für Sie. Corona spielt in Afrika keine Rolle. Dafür gibt es vor allen Dingen einen wichtigen Grund. Corona ist vor allen Dingen für ältere Menschen gefährlich. Das Durchschnittsalter in Afrika liegt bei 18 Jahren. Und Sie mögen jetzt einwenden, Omikron, Südafrika, viele positiv getestete Kinder in den Krankenhäusern. Dazu gab es vor 2 Tagen einen interessanten Artikel in der Welt. Eine südafrikanische Ärztin stellte dort klar, jeder Mensch, jedes Kind, das in Südafrika in ein Krankenhaus eingeliefert wird, wird auf Corona getestet, beispielsweise auch Unfallopfer. Und tatsächlich, bei diesen Tests ist der Anteil der positiv Getesteten nach oben gegangen. Das heißt, sie haben in Südafrika mehr Menschen mit Corona im Krankenhaus, aber eben halt nicht wegen. Mit Corona, wegen Corona, das ist ein bedeutender Unterschied, der aber gerne mal vergessen wird, wenn es einfach darum geht, den Angstlevel hochzuhalten, meine Damen und Herren. Es ändert aber nichts daran, Ihr Antrag ist unnötig. Und Ihr Antrag ist schädlich. Wir wollen die Arzneimittelproduktion zurückverlagern nach Deutschland. So steht es im Koalitionsvertrag. Das ist eine Forderung der AfD, die haben Sie übernommen. Dafür schon mal herzlichen Dank. Nur damit uns das gelingt, müssen wir Vertrauen schaffen. Patentschutz ist Investitionsschutz. Patentschutz schafft Vertrauen. Wir müssen dieses Vertrauen ausbauen, erhöhen. Sie wollen dieses Vertrauen schädigen. Sie schädigen damit den Industriestandort Deutschland, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, wenn Sie sich mit Big Pharma anlegen wollen, dann kritisieren Sie die doch bitte schön mal wegen der ganzen verpassten Impfversprechungen. Die Impfung schützt dauerhaft. Falsch. In Großbritannien geht man davon aus, dass schon nach 3 Monaten nachgeboostert werden muss. Die Impfung hat keine Nebenwirkungen. Falsch. Mehrfach mussten die Impfempfehlungen deutlich eingeschränkt werden, weil wir erhebliche Nebenwirkungen hatten, bis hin zu Todesfällen. Wenn 70% der Bevölkerung durchgeimpft worden sind, dann haben wir Herdenimmunität. Falsch. Es gibt Länder, die haben diesen Anteil deutlich überschritten, und die haben ein Infektionsgeschehen, das sich von unserem nicht deutlich unterscheidet. Meine Damen und Herren, gerade von der Linken, Sie hätten durchaus dort Kritik äußern können, aber das haben Sie sich nicht so ganz getraut. Denn dann würde man vielleicht sagen, die Linke, die ist ja impfkritisch. Die Linke, das sind ja Corona-Leugner. Und dann hätten die selbsternannten sogenannten demokratischen Parteien Sie vielleicht aus diesem elitären Club ausgeschlossen. Die einzige Partei hier im Bundestag, die tatsächlich den Mut hat, diese Kritik zu äußern, das ist meine AfD. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen, Ihr Antrag ist unnötig, Ihr Antrag ist schädlich und Ihr Antrag ist mutlos. Deswegen werden wir ihn ablehnen. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Das Wort erhält nunmehr der Kollege Professor André Ullmann, FDP-Fraktion.
Und Andrew Ullmann war vor seiner Zeit im Bundestag Infektiologe und ist ohnehin Mediziner. Meine verehrten Damen und Herren, liebe Frau Staatssekretärin Dittmar, ich muss doch noch mal auf Herrn Schneider kurz eingehen. So viel Quatsch hintereinander zu hören, ist echt anstrengend, da auch die Zeit nicht zu verschwenden. Und an diese Sache möchte ich etwas sagen, Herr Schneider. Wer nicht testet oder nicht die Testkapazitäten hat, wie in Afrika, dann sind die Zahlen natürlich niedrig. Und deswegen stehen wir hier für die globale Gesundheit und sorge dafür, dass auch hier global diese Pandemie nicht bekämpft wird. Und Sie leugnen das hier ständig hier im Bundestag. Und ich sage Ihnen, machen Sie endlich die Augen auf, kapieren Sie endlich, dass SARS-CoV-2 etwas Ernstes ist hier für unsere Welt. Auch in Südafrika. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt gerne auf den Antrag der Linken eingehen. Denn das ist ja, wie täglich grüßt sich der Möbeltier, und das wird langsam langweilig, denn auch die Linken müssen begreifen, dass Patente für Innovation sorgen, dass Patente für Forschungsanreize sorgen, dass auch Patente für gesundheitliche Sicherheit sorgen. Und das nicht nur in unserem Land, in Deutschland, sondern auch weltweit. Denn wer Patentschutz global in Frage stellt, stellt nämlich die Innovation, Forschung und gesundheitliche Sicherheit in Frage. Und dabei muss ein Punkt klar sein. Die vergangene Regierung war und die neue Ampelregierung ist ihrer globalen Verantwortung sehr wohl bewusst. Die Probleme der weltweiten Impfkampagne liegen nämlich woanders. Sie liegen in der Impfstoffverteilung, und die ist natürlich zu langsam. Aber auch andere Fakten werden ignoriert und sollten auch mal hier genannt werden. Die Europäische Union hat knapp 3 Milliarden Euro für COVAX investiert. Die deutsche Bundesregierung hat 2,2 Milliarden für ACT Accelerator investiert, davon über 1 Milliarde Euro in COVAX. Damit ist Deutschland der zweitgrößte Unterstützer von ACT Accelerator. Und damit übererfüllt Deutschland im Augenblick, das heißt, wir ruhen uns natürlich nicht aus, aber übererfüllt ihre Aufgaben. Eine weitere Initiative, die auch wichtig ist. Die EU hat 1 Milliarde Euro bereitgestellt für die Herstellung von und den Zugang zu Impfstoffen, Arzneimitteln und Gesundheitstechnologien in Afrika. Und wir als Ampel, da können wir uns davon ausgehen, wollen und werden den Aufbau von Produktionsstätten finanziell weiter unterstützen, etwa wie es zum Beispiel in Südafrika und Senegal schon gelaufen ist. Das ist, meine Damen und Herren, nachhaltige Politik. Das ist verantwortungsvolle globale Gesundheitspolitik. Ähnlich wie bei uns hier in Deutschland ist es auch global eine Herausforderung und darf Verbesserungen zur Logistik, Aufklärung und niederschwellige Angebote der Impfstoffe geben. Ein Beispiel sei hier auch tatsächlich mal Südafrika erwähnt. 18% der Bevölkerung ist bereits vollständig geimpft, obwohl ausreichend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und genügend Impfstoffe sind natürlich eine Voraussetzung, aber es braucht auch eine funktionierende Logistik, Aufklärung, niederschwellige Angebote und Vertrauen in den Staat. Auch die Bedarfe für Impfstoffe sind fast gedeckt. Höhere Produktionskapazitäten für das Jahr 2022 werden prognostiziert, sodass es genug Impfstoff für jeden Menschen auf der Welt geben wird. Und weitere Milliarden Impfstoffdosen für die nächsten Jahre natürlich hinaus. Das zeigt, meine Damen und Herren, die Steigerung der Produktionsmengen läuft auf Hochtouren. Und ein Aussetzen des Patentschutzes kann und wird keine Beschleunigung bringen. Es steht außer Frage, dass die Verteilung und die Verimpfung dieser Impfstoffe eine Herausforderung für alle Länder bleibt. Wir wollen schnell und unbürokratisch sowie koordiniert überschüssige Impfdosen spenden. Jedoch, und das haben wir ja in der Vergangenheit erlebt, und BMG hat es ja auch schon gesagt, es warten zahlreiche Impfdosen, die an ärmere Länder gespendet werden sollen, auf ihre Ausfuhr. Die Herausforderung für COVAX ist, und dass sie nicht schnell genug Drittländer finden, die die Dosis aufgrund fehlender Strukturen aufnehmen und verimpfen können. Deshalb, meine Damen und Herren, darf der Fokus nicht einseitig auf die Impfstoffe gelegt werden, sondern auch die Bemühungen andere Maßnahmen. Das sind eigentlich die Herausforderungen global. Herr Kollege, Patentschutz, letzter Satz. Patentschutz ist kein Hindernis für schnelle Bekämpfung von Krankheiten. Im Gegenteil, die Aufhebung des Patentschutzes hätte Signalwirkung für die Pharmaunternehmen, nicht mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. Hier ist es wichtig, dass wir in Deutschland diese Forschung auch würdigen, denn verlieren wir sonst den globalen Kampf nicht nur hier dieser Pandemie, sondern auch für zukünftige Pandemien. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Sagt Andrew Ullmann aus der FDP-Fraktion. Wie gesagt, Infektiologe und von daher ja, vom Fach. Nutzen, um darum zu bitten, Herr Kollege Staatssekretär Theurer und andere Beteiligte, Frau Kollegin Künast, wenn es längere Debatten geben sollte, am Regierungstisch draußen zu gehen, das sieht nicht nur schlecht aus, es stört auch. So, nächste Rede. Ein nicht ganz untypischer Einwurf von Wolfgang Kubicki, dem Bundestagsvizepräsidenten, bevor die nächste Rednerin ans Pult geht zum Linksfraktionsantrag zu Impfstoffen, Therapeutika und Tests bzw. deren Patentfreigabe. Das Thema, über das wir gerade debattieren, ist entgegen aller anfänglichen Hoffnungen leider zu einem Dauerbrenner in dieser Pandemie geworden. Und bereits kurz nach der Corona-Pandemie war uns allen klar, dass wir dieses Virus nur global besiegen können. Und dazu gehört eben auch, dass wir gemeinsam daran arbeiten, allen Menschen auf der Welt möglichst schnell den Zugang zu einer Impfung gegen Covid-19 zu ermöglichen. Die Frage nach dem gleichen Zugang zur Impfung gegen das Coronavirus ist daher nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern eben auch eine Frage der effektiven Pandemiebekämpfung. Zur Wahrheit gehört leider aber auch, dass rund 2 Jahre nach dem Beginn der Pandemie eine riesengroße Impflücke zwischen den reicheren und den einkommensschwächeren Staaten der Welt herrscht. Während die Impfquoten in Europa bei rund 70% liegen, liegt die Impfquote trotz aller internationalen Anstrengungen und Initiativen in den Ländern der Afrikanischen Union gerade einmal bei rund 5%. In anderen Staaten mit niedrigem Einkommen sieht die Lage nicht unbedingt besser aus. Von einer flächendeckenden Durchimpfung der Weltbevölkerung sind wir meilenweit entfernt. Und die Ausbildung von Fluchtmutationen, wie aktuell die Omikron-Variante, ist deshalb kein Zufall. Im Gegenteil, sie war abzusehen. Wir dürfen die Augen vor dieser Gefahr nicht länger verschließen. Es ist ein Fehler, wenn wir uns auf die Erhöhung der Impfquoten hierzulande beschränken. Die globale Gemeinschaft muss mehr tun. Wir haben im Rahmen der Pandemie immer auf gemeinschaftliche Lösungsansätze gesetzt. Bereits jetzt ist Deutschland deshalb einer der wichtigsten Partner des globalen Südens, wenn es um die Versorgung mit Impfstoffen gegen das Coronavirus geht. Deutschland hat als Geberland die COVAX-Initiative mit über 1 Milliarde Euro unterstützt und wir spenden bis Ende des Jahres Millionen von Impfdosen an andere Stellen. Dieses Engagement müssen wir in der neuen Ampelkoalition fortführen und weiter ausbauen. Denn wir sehen natürlich auch, dass sich COVAX nicht so entwickelt hat, wie wir uns das erhofft haben. Bis Anfang Dezember hat COVAX lediglich 644 Millionen der 5,5 Milliarden vertraglich zugesicherten Impfdosen an 144 Empfängerländer ausgeliefert. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist viel zu wenig. Die Initiative leidet insbesondere darunter, dass sie nach wie vor nicht richtig ausfinanziert ist. Und hinzu kommen nicht eingehaltene Lieferzusagen der Hersteller, Produktionsprobleme und lokale Exportbeschränkungen, wie wir sie leider beispielsweise in Indien hatten. Viele der genannten Probleme lassen sich nicht durch die Aufhebung des Patentschutzes lösen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass eine Lockerung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe nichts bringen wird. Wir müssen alle möglichen Maßnahmen in der neuen Koalition offen diskutieren. Aber es muss auch allen klar sein, die Lockerungen des Patentrechts sind keine Garantie dafür, dass der Zugang zu Impfstoffen für alle Staaten in Zukunft einfacher wird. Denn bereits jetzt sehen wir ein enormes Wachstum im Bereich der weltweiten Produktionskapazitäten für Corona-Impfstoffe. UNICEF schätzt, dass die weltweite Impfstoffproduktion bereits dieses Jahr die 10-Milliarden-Marke überschreiten wird. Bis Mitte des nächsten Jahres wird die Produktion aller Wahrscheinlichkeit Mitte nächsten Jahres die 22-Milliarden-Marke überschreiten. Demgegenüber steht eine Weltbevölkerung von etwa 7,9 Milliarden. Also die große Frage,
wie die am dringendsten beantwortet werden muss. Wie können wir es schaffen, die vorhandenen Impfstoffe global gerecht zu verteilen? Bei der Beantwortung dieser Frage hilft die Aufhebung von Patenten nur indirekt weiter. Und wir müssen zudem auch Folgendes bedenken. Die alte Bundesregierung war mit ihrer ablehnenden Haltung gegen die TRIPS-Initiative von Südafrika und Indien nicht alleine. Selbst wenn wir uns jetzt für die Unterstützung des TRIPS-Waivers stark machen, ist damit noch nichts gewonnen. Wir sollten uns deshalb nicht darauf versteifen, Verteilungsprobleme allein durch die Aufhebung von Patenten lösen zu wollen. Es macht Sinn, neben dieser Diskussion, die zweifelsohne geführt werden muss, besonders darauf zu konzentrieren, die aktuelle Bestell- und Verteilpraxis zu überdenken und für die Impfung notwendige Strukturen in die COVAX-Zielländern zu verbessern und zu unterstützen. Wir bleiben an diesem Thema dran und wir werden noch viel dazu arbeiten müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Martina Stamm-Fiebig war das aus der SPD-Fraktion in der Debatte zum Antrag der Linksfraktion darum, worum es geht, Patente für Impfstoffe, Therapeutika und Tests freizugeben. Und wir nutzen mal schnell die Gelegenheit und gucken noch mal auf die Regierungsbank, wo sich doch einiges geändert hat und wo jetzt Marco Buschmann, FDP, der neue Minister für Justiz, und Oliver Krischer, der parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, einträchtig nebeneinander sitzen. Das hätte man vor einem halben bis dreiviertel Jahr in dieser Form sicherlich auch nicht erwartet. Wir gehen ganz schnell zurück ans Rednerpult, denn da ist Stefan Pilsinger aus der CSU-Landesgruppe und letzter Redner in dieser Debatte. Und übrigens auch Arzt. In dieser nie dagewesenen Krise. Einig sind wir uns in großer Mehrheit dieses Hohen Hauses und auch gesamtgesellschaftlich, dass flächendeckende Impfungen auf nationaler wie auf internationaler Ebene der einzige dauerhafte Ausweg aus dieser Krise sind. In seinem Dashboard Covid-19 Vaccine Market prognostiziert der UNICEF, dass für das laufende Jahr eine weltweite Kapazität von mehr als 10 Milliarden Impfdosen notwendig wären, im nächsten und in den Folgejahren von jeweils 20 Milliarden, und dies nur mit bislang zugelassenen Mitteln. Aber woher kommen denn diese Mengen an Impfstoffen? Werte Kollegen von der Linkspartei, werden Sie mal eben in volkseigenen Betrieben Impfstoff um die Ecke angerührt? Nein, sicher nicht. Es ist eine großartige Errungenschaft, was Wissenschaftler weltweit und auch in Deutschland an hochwirksamen und in sehr kurzer Zeit entwickelt haben, in Kooperation mit anderen professionellen Firmen zu einem Massenprodukt gemacht haben. Nur wenn Pharmaunternehmen im Rahmen des Patentschutzes Planungs- und Rechtssicherheit haben, dass sich ihr Produkt eines Tages mal auszahlen könnte und die teilweise mehrere Milliarden Euro hohen Investitionen wieder kompensiert werden könnten, werden sie sich dieses Wagnis begeben. Klar ist, und diese Realität muss auch die Linkspartei endlich einmal begreifen, dass Innovationen und medizinischer Fortschritt nur gelingen, wenn das geistige Eigentum auch geschützt ist. Und dies gilt auch in besonderer Weise für Impfstoffe und Medikamente in dieser Krise. Und zu Recht schreiben Sie in Ihrem Antrag, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass wir uns auf absehbare Zeit wegen Nachlassen des Impfschutzes oder neuer Virusvarianten auf dauerhafte, wiederkehrende Impfungen einstellen müssen. Entsprechende Impfstoffadaptionen, von denen wir alle profitieren, benötigen ein sehr hohes Know-how, sehr ausgereifte Technologien und Produktionsanlagen, topgeschultes Personal und fein ausgeklügelte Lieferketten. Deswegen würde die Freigabe der Patente keinerlei Fortschritt in Entwicklung und Produktion bringen. Die Gefahr wäre vielmehr, dass dubiose Nachahmerfirmen, vor allem in autokratisch regierten Ländern, eine mehr als bedenkliche Brühe zusammenköcheln, die ich mir zumindest nicht initiieren lassen möchte. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie schreiben, die Pandemiebekämpfung muss weltweit erfolgen, nicht nur aus Gründen internationaler Solidarität in Krisenzeiten, sondern auch damit die belastenden und teuren Maßnahmen des Impfschutzes in Deutschland und in der EU nicht zur dauerhaften Sisyphus-Aufgabe wird. Das bekommen wir aber am besten hin, wenn wir als Europäer die Produktion der zugelassenen Impfstoffe, zum Beispiel in afrikanischen Anlagen vor Ort, finanziell fördern, um die Wertschöpfung vor Ort zu generieren und um möglichst kurze Lieferwege zu garantieren. Daneben muss es uns als Deutsche und als Europäer ein hoher Anspruch sein, die sehr gut laufende COVAX-Impfstoffinitiative mit weltweit mehreren hundert Liefervereinbarungen zu forcieren. So helfen wir
wir vielen benachteiligten Menschen in ärmeren Ländern und verhindern einen Bumerang aus neuen Mutationen zurück nach Europa. Und nicht durch scheinbar moralisch gebotene Forderungen, wie die Linke sie hier erneut vorbringt und die schlussendlich das Gegenteil des Notwendigen bewirken würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pesinger. Mit diesen Worten beschließen wir die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 201 an den Hauptausschuss vorgeschlagen. Ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Überweisungsvorschläge gibt, wohin auch. Dann verfahren wir die vorgeschlagen.